Also das Stück Jamur handelt von einem 12-jährigen Mädchen in Bangladesch, das als Näherin arbeitet, nicht mehr zur Schule gehen darf und eben die Etiketten von den Jeans an die Jeans näht und sich immer überlegt, die Idee entstand aufgrund eines YouTube-Videos, wo eine junge Näherin erzählte, dass sie immer in die Gesäßtasche der Jeans kleine Zettelchen für die Endverbraucher reinsteckt, ne, so kleine Grüße oder so. Und das fand ich so rührend, dass wir quasi das aufgegriffen haben in dem Stück und diese Näherin tut eben dies, ne? Sie steckt eben kleine Zettelchen da rein und wir gehen dann davon aus, dass das Mädchen, dass die sich diese Hose dann kauft, diesen Zettel findet und ja, erstmalig sich überhaupt über eben diese Kinder Gedanken macht, die das halt fabrizieren. Ne? Am Theaterspielen hier gefällt mir auch vor allem das Reinversetzen in andere Figuren, dass man übertrieben sein kann, dass man auf jeden Fall auch viel Spaß hat und wenn man dann auch was aufführt, das ist auch ein richtig tolles Gefühl, wenn man dann hier vorne steht und die Menschenmenge steht dann da und guckt einem zu. Ist natürlich auch ein bisschen aufregend, aber es ist auch immer ein schönes Erlebnis. Das zweite Stück nennt sich Stück für Stück und handelt vom Klimawandel. Und Stück für Stück aus dem Grund, weil einerseits nähert sich quasi die Familie der ersten Welt Stück für Stück dahin, dass sie vielleicht etwas ändern könnte an ihrem Verhalten, an ihrem Energieverbrauchverhalten und so weiter und so fort. Aber Stück für Stück auch in die Richtung, dass eben in beispielsweise Bangladesch durch Erosion immer Stück für Stück Land erosiert wird, keine Ahnung, ne? Und demzufolge auch hier wieder diese Spiegelung erste Welt, dritte Welt auch in diesem Stück deutlich zu machen. Und das letzte Stück spielt dann 100 Jahre später und handelt davon, die Erde, wir gehen davon aus, die Zukunftsvision ist so, die Erde ist nahezu ein Wasserball, es gibt nur noch ganz wenig Land und die Menschen sind, es gibt nur ganz wenig Menschen, die überlebt haben, die stehen sozusagen auf der roten Liste, die Menschen. Wenn jemand noch die rote Liste führte, stand auch der Mensch da drauf. Und wie dort dann gelebt wird. In so einer kleinen, was weiß ich, wir haben uns jetzt so überlegt, in so einer kleinen Bohrinselkommune, wo eben so ein paar Menschen zusammenleben und auch versuchen zu überleben. Und vielleicht ist auch nicht so traurig darzustellen, sondern auch die Chancen, die sowas bürgen könnte, aufzuzeigen. Der Versuch wird zumindest von uns unternommen. Ob es dann tatsächlich so rüberkommt, das muss dann der Zuschauer entscheiden. Wir spielen alle drei Stücke hintereinander und insgesamt wird dann die Spiellänge so 60 Minuten sein. Also die ersten beiden Stücke sind jeweils um die 20 Minuten und das letzte Stück soll das eben auch sein.